Herzlich willkommen in meiner Anti-Aging-Küche. Sie sehen vor mir, ich habe eine Schüssel von Paprika und Chilis und das ist nur noch der klägliche Rest, was ich in meinem Selbstversorgergarten dieses Jahr abgeerntet habe. Und es geht heute um die Chili und da möchte ich ein paar Eckdaten Ihnen einfach sagen, warum sie so super gut auch für die Gesundheit ist und deshalb auch in die Anti-Aging-Küche passt. Also die super Inhaltsstoffe sind zum Beispiel auf 100 Gramm gerechnet Kalium mit 322 Milligramm, auch das Vitamin C mit 143 Milligramm. Eisen ist etwas weniger mit 1 Milligramm, aber dafür haben wir wieder genug Magnesium mit 23 Milligramm und Calcium mit 14 Milligramm. Der Hauptbestandteil von Chili ist das Capsaicin. Das ist so richtig scharf, aber je nachdem, welche Sorte an Chili man im Garten daheim hat. Die Schärfe wird in Scoville eingeteilt und die schärfste Chili der Welt, das ist die Carolina Reaper, wird mit 2,2 Millionen Scoville angegeben. Jawohl, Sie haben sich nicht überhört, es geht in den Millionenbereich. Dann die Habanero, eine Sorte, die ist schon wesentlich besser bekannt, die wird mit 100.000 bis 350.000 Scoville angegeben. Und das ist schon gar nicht so schlecht. Dafür braucht man schon einen Waffenschein, wenn man die verarbeitet. Ich habe die Jalapeno im Garten. Das ist die übliche Sorte. Auch die wird noch mit 2.500 bis 8.000 Scoville angegeben. Wenn man doch einmal über die Verhältnisse, das heißt, wenn man doch einmal zu scharf gegessen hat an Chili, dass man gemeint hat, ach, das schafft man schon so, die harten Kerle, ja. Aber denen steht dann auch gleich mal schnell die Schweißperlen auf der Stirn und wie kann man dann so ein Feuer löschen? Also die Chilis, die sind nicht, das Capsaicin ist nicht wasserlöslich, sondern fettlöslich. Und da eignet sich ganz schnell einmal ein Glas Milch, das man daheim hat. Oder auch mit Öl, dass man einen Löffel Öl isst, Kokosfett zum Beispiel auch. Ja, genau, und dann hat man das Größte einfach schon wieder, die größte Schärfe einfach schon wieder gelöscht. Der gesundheitliche Nutzen von Chili, der ist enorm. Also ich liebe sie in meiner Küche, mein Mann ist begeistert, der liebt sie fast genauso wie mich. Ja. Und nämlich der Nutzen für die Gesundheit ist, und sie unterstützt die Fettverbrennung, die Chili unterstützt die Fettverbrennung, bringt den Kreislauf in Schwung und die Durchblutung regt auch die Konzentrationsfähigkeit wieder an. Dann hemmt sie auch diese Entzündungen im Körper. Es gibt auch Stoffe mit Capsaicin, wenn Entzündungen im Körper sind, die man dann einnimmt. Dann sie haben wahnsinnig viel Antioxidantien. Also sie steuern den freien Radikalen im Körper entgegen und wirken harntreibend und auch entschlackend. Doch sollte man wirklich etwas mit Vorsicht rangehen beim Würzen, denn man weiß ja nicht, wie der Körper reagiert. Also alles erst ein bisschen angehen, langsam angehen lassen und dann schauen, wie es einem schmeckt. Zum Anbau in meinem Garten. Ich habe es schon ein paar Mal im Garten gehabt und es sind mir immer wunderbar gelungen. Es gibt die Möglichkeit, dass man aus den Chilisamen selbst die Pflanzen zieht. Das ist mir jetzt halt wieder zu mühsam gewesen und man sollte auch darauf achten, dass es samenfestes Saatgut ist, weil sonst kann es passieren, dass einfach nichts wird, dass nur das Kraut schießt, aber keine Frucht dran geht. Ich kaufe also meine Chili-Pflanzen beim Gärtner wiederum und man meint ja immer die ersten warmen Tage, es pressiert schon im Garten, aber sachte, sachte mit der ganzen Sache, ja, es reicht völlig und es ist auch notwendig, diese Chili-Pflanzen erst nach den kalten Tagen im Mai oder sogar im Juni ins Freie zu setzen. Sie mögen es nämlich sehr, sehr warm. Der Abstand, der sollte ungefähr 40 cm sein. Sie mögen es geschützt und warm und windgeschützt auch. Besser noch gedeihen sie in einem Gewächshaus. Sollte man aber im Gewächshaus wiederum auf den Feuchtigkeitsgrad achten.
Denn wenn es zu feucht sind, dann fördert, dann werden einfach Krankheiten an der Pflanze gefördert. Sie mögen auch keine Staunässe, sie mögen nicht, wenn man sie über die Blätter gießt. Doch wenn es einmal einen sehr heißen Sommer gibt, ja, dann sollte man es regelmäßig gießen, sodass die Erde also immer feucht ist. Chilis sind auch Starkzehrer, das heißt, sie müssen immer gedüngt werden und mögen auch Dünger. Und da nehme ich einen ganz einfachen oder halt auch einen Naturdünger her, den ich mir wieder vom Gärtner besorgen tue auch. Und ich dünge meine Chili-Pflanzen ungefähr dreimal während der Wachstumsperiode und das reicht völlig aus. Ich habe also heuer wirklich meine Freude daran gehabt und ich bin jetzt nicht der große Gärtner, wie man oft sieht. Und ich muss sagen, ja, mein grüner Daumen, der wächst allmählich immer mehr. Und da bin ich ganz froh drüber und auch glücklich, weil das machen einfach auch die Erfahrungswerte und die Freude am selber Gärtnern. Chili vertragen sich sehr, sehr gut, wenn man sie zusammen pflanzt mit Rucola, mit Radieschen, mit Petersilie und auch mit Basilikum. Und während so eine Chili-Pflanze wächst und immer höher wird und Früchte drankommen, dann kann es auch sein, dass sie eine Rankhilfe oder eine Stütze brauchen. Also einfach einen Holzstab mit dazu stecken und die Pflanze daran anbinden, weil die Früchte, die sind dann manchmal doch so schwer, dass die Chili-Pflanze wegkippt. Und das wollen wir ja auch nicht haben. Sie braucht, wenn man sie im Mai, Juni pflanzt, die Erntezeit ist dann erst im August, September, vielleicht, wenn es warme Tage gibt, auch noch bis in den Oktober rein. Also sie braucht 2 bis 3 Monate, um so richtig schön ausgereift zu sein. Jetzt, wenn man es trotzdem noch, so wie ich auch ein paar habe, Chilis und Paprika, die nicht mehr ganz reif geworden sind, weil heuer war der Sommer nicht sehr warm, sondern eher so durchwachsen. Und ich habe auch halt noch ein paar kleine Früchte und grüne Früchte. Die nehme ich aber trotzdem ab, bevor es recht kalt wird. Tue es in der Schale und lasse im Haus, in der Küche zum Beispiel, nachreifen. Und da kann man dann immer noch gut, das Aroma ist dann nicht mehr ganz so, so intensiv und so schmackhaft. Aber man kann daraus immer noch eine schöne Paprikasuppe kochen, so wie ich es auf meinem Kanal auch habe. Und noch ein Tipp für mich, für alle. Wenn man so Chilis, wenn schärfere sind und auch nur die einfachen verarbeitet in der Küche und schneidet, dann soll man sie wirklich ein paar Handschuhe anziehen, so einmal Handschuhe, weil man glaubt nicht, wie die ätherischen Öle auf der Haut, wenn man in Berührung kommt, wirken. Das kann Rötungen verursachen, Juckreiz verursachen, je nachdem, wie sensibel das man ist. Aber auch die ätherischen Dämpfe, wenn hochsteigen in die Augen und in den Hals, in den Rachen, dann fangen die Augen zu tränen an und man fängt auch zu husten an. Weil das Capsaicin ist nämlich echt ganz... kann ganz schön heftig sein und wirken. Wozu kann man jetzt so eine Menge Chili oder noch eine größere Menge alles verarbeiten? Ich habe schon gesagt, man kann ganz tolle Paprika- und Chilisuppe draus machen. Man kann aber auch die ganzen Chilis etwas kleiner noch so einfrieren und sie dann rausholen und verarbeiten, wenn man Zeit hat. Oder man kann sie trocknen und dann zu Chili-Pulver mixen und verarbeiten. Das ist Man hat dann, und dann in ein Glas, in ein Schraubglas reintun und man hat dann wirklich lange Zeit was davon, wenn man immer das Gewürzpulver, das Pulver dann ins Essen gibt. Man kann aber auch ganz tolles Chiliöl machen, indem man so eine Chili in Olivenöl, weil das ist ein kräftiges Öl, reingibt, aufschneidet und reingibt und das aromatisiert dann so wunderbar und man kann es überall mit dazu nehmen, wo man es ein bisschen scharf mag. Oder man kann auch eine Chili-Paste machen. So wie ich es auf meinem Kanal dann auch zeigen werde. Ja, ich hoffe, diese Tipps und Anregungen haben Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und wenn Sie den Kanal teilen oder mir vielleicht auch ein Feedback geben für die Rezepte, für die Chili-Paste, die ich dann zeigen werde. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
und bis zum nächsten Mal.